Schaukeln, Klettern und Ballspielen mit Mama, Papa oder Oma. Das Eltern-Kind-Turnen in 12-Achsing macht den Kleinsten nicht nur Freude, sondern ist auch pädagogisch sehr wertvoll. Kinder turnen gemeinsam mit Mama, Papa, Oma, Opa oder Tante. Die Bewegungsbaustelle ist eine riesige Spiellandschaft. Gemeinsam mit der Begleitperson werden Großgeräte wie zum Beispiel Ringe, Seile, Langbänke, Leiter, Rutschen, Weichböden, Kästen und so weiter aufgebaut. Hier turnen die Eltern mit ihren 2- bis 6-jährigen Kindern. Und früher war das eher so Mutter-Kind, jetzt kommen aber dann ab und zu auch schon die Väter mit und turnen mit, nehmen sich die Zeit. Und wir beginnen immer mit einem Aufwärmspiel. Das war schon, und danach bauen wir Geräte auf, wo jeder seinem Können entsprechend turnen kann. Das heißt, hier wird das Gleichgewicht geschult, wo wir dann auf der Langbank raufbalancieren, über den Stufenbahn. Die Kinder können sich frei bewegen. Das heißt, es gibt keine starren Vorgaben, du musst hier das tun. Sie dürfen sich nach der Motorpädagogik auch selbst was holen. Sie dürfen sich selbst entwickeln, freispielen. Also dadurch, dass der Altersunterschied sehr groß ist, ist es gar nicht möglich, dass ich immer Vorgaben für die Kinder habe. Gemeinsame Spiele, Tänze, Lieder, Übungen runden das Programm ab. Die Kinder können sich frei bewegen, sich in Ruhe herantasten, Dinge ausprobieren und durch mehrmaliges Wiederholen Bewegungsabläufe sichern. Wir machen das jetzt seit knapp 2 Jahren. Ja, und es macht sehr Spaß, die Kinder genießen es. Haben Sie mehrere Kinder? Ja, 2 Kinder habe ich. Einen Sohn, der ist 2 Jahre, und eine Tochter, die ist 4 Jahre alt. Sind beide mit dabei? Ja, sehr gern. Und man merkt auch motorische Fortschritte, also ihnen gefällt es wirklich sehr gut. Die Erwachsenen motivieren, ermuntern, ermutigen und helfen. Vielfältige Bewegungserfahrungen können so gesammelt werden. Der pädagogische Wert, das ist das einerseits das Soziale. Die Kinder haben die erste Sozialisierung, manche, also die noch nicht in den Kindergarten oder in die Krippe gehen. Das heißt, sie lernen ganz einfach auch ein bisschen auf andere Rücksicht nehmen. Sie müssen sich bei Geräten mal anstellen. Sie lernen das miteinander. Natürlich die grundmotorischen Fertigkeiten werden geschult. Ein Kind kann jetzt balancieren, was sie fürs Radfahren, fürs Laufradfahren, für alle möglichen Sportarten benötigt. Reaktionsfähigkeit bei den Spielen wird geschult, im Kleinen, aber auch bewegtes Lernen. Am liebsten durch Rutschen. Ich mache immer gerne auch Rutschen. Das ist für uns Eltern natürlich auch toll, wenn sie wissen und vor allem sicher werden im Umgang mit Klettergeräten und mit Rutschen und mit Schaukeln. Speziell die Kinder im letzten Kindergartenjahr lernen somit schon ein bisschen das Schulhaus kennen, weil der Großteil geht dann hier natürlich auch in die Volksschule. Und wenn sie dann zum Turnen gehen, wissen sie schon, was ist ein Kasten, was ist ein Weichboden, also was ist ein Stufenbahn, sie wissen die Bezeichnungen und haben dadurch sicher ein bisschen Vorteile schon, wenn sie das eine oder andere schon beherrschen.